Hallo und herzlich willkommen bei Zu Gast bei. Wie ihr wisst, ist das normalerweise eine Reihe, die Patrick mit euch macht und mit euch Ausflüge unternimmt. Aufgrund von Corona haben wir aber heute andere Maßnahmen und deswegen wollen wir einfach Patrick mal ein bisschen befragen. Hallo Patrick. Hallo Anne. Schön, dass du da bist. Patrick, was machst du hier und wie bist du beim Mehrgenerationenhaus gelandet? Ja, also aktuell bin ich hier ehrenamtlich Kraft und gelandet hier bin ich damals als Praktikant von der Berufsschule und bin quasi nach Ende der Berufsschule auch hier im Jugendzentrum bzw. Mehrgenerationenhaus geblieben. Und machen vieles. Ich bin quasi das Mädchen für alles, wenn man so will. Ich organisiere eigene Sachen, ich mache jetzt diese Videoreihe zurzeit bei Corona und viel mit Kindern. Also viele Kinder kennen mich durch viele schöne Angebote, die ich halt so durchführe und organisiere. Wenn ein Jugendlicher oder junger Erwachsener zu dir kommt und fragt, Patrick, ich möchte ehrenamtlich im Jugendzentrum arbeiten oder im Mehrgenerationenhaus, wie kann man das machen? Welche Tipps würdest du geben? Ja, also machen ist relativ einfach. Wenn man das machen möchte, meldet man sich einfach beim Hauptamtlerteam hier, also sprich Lydia, Marion oder Tim. Dann tritt man quasi dem Verein bei, der hier das Ganze unterstützt, das ist der Fantasy e.V. Und darüber kann man dann im Jugendzentrum bzw. Mehrgenerationenhaus ehrenamtlich tätig werden. Wichtig dabei ist es aber auch, dass man halt mit Kindern und Jugendlichen gut zurechtkommt, teamfähig ist und auch eigene Ideen einbringen kann. Würdest du diese Tätigkeit empfehlen? Macht es Spaß oder sagst du, Leute, lauft? Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Also mir persönlich macht es sehr Spaß. Und wenn man sich wirklich auch darauf einlässt, macht das wirklich sehr Spaß. Und ich würde auch allen empfehlen, es zu tun. Die Reihe heißt Zu Gast bei. Woher kommt der Name? Aus meinem Kopf, wenn man so will. Nee, das habe ich mir quasi einfallen lassen, weil die Reihe an sich ist ja eigentlich so, dass wir Institutionen, Firmen und sowas besuchen und hinter die Kulissen schauen. Und im Rahmen dessen habe ich mir überlegt, wie kann man das Ganze am besten nennen und bin halt auf diesen Namen gekommen, weil ich ihn einfach schön fand und vor allem passend. Wessen Idee war diese Reihe? Meine. Du hast ja jetzt schon einige Ausflüge organisiert. Woher holst du dir die Inspiration für die Ausflüge? Ja, ich überlege, was kann den Kindern Spaß machen, was gucken sie sich gerne mal an oder was ist hier in der Nähe, was interessant sein könnte. Und dann gehe ich halt hin und frage dort per Mail an, ob die Leute Lust haben, den Kindern mal hinter die Kulissen zu gehen oder denen das zu zeigen, wie es bei denen ist. Und wenn die dann sagen, ja klar, komm vorbei, machen wir das Ganze öffentlich, beziehungsweise sagen die Kindern, hey Patrick, mach mal wieder was. Und dann melden sich viele Kinder an und dann machen wir das. Wie sieht es mit der Organisation dieser Ausflüge aus? Ist es viel Arbeit? Wie läuft die Organisation ab? Wie läuft die Kommunikation mit den Firmen ab? Und was sagen die Firmen zu deinen Ausflügen? Ich habe ja, wie gerade ja schon kurz gesagt, den Erstkontakt, den wir quasi machen, ist per Mail. Dann schreibe ich die Institution oder Ansprechpartner an und frage halt an. Meist geht das dann relativ einfach, dass die dann sagen, ja, ist kein Problem und wir besprechen dann halt Termin und Zeit, wie es dann am besten passt. Wie gesagt, ist nicht viel Arbeit im Normalfall. Viel Arbeit ist dann quasi die Organisationssachen, die danach kommen, wie Plakat zu gestalten, das Ganze an das Team quasi abzugeben und dann zu gucken, läuft es, müssen wir mehr Werbung machen, müssen wir weniger Werbung machen, haben wir das innerhalb von ein paar Tagen quasi ausgebucht oder nicht. Da ist halt da immer diese etwas schwierigere Geschichte, aber selbst wenn das läuft, ist es relativ einfach, finde ich. So im Nachhinein betrachtet, gibt es Ausflüge, an die du dich besonders gerne erinnerst, wo du gerne nochmal hin möchtest? Ja, also die schönsten Ausflüge hatten wir letztes Jahr in den Osterferien gehabt. Da kann ich mich gut erinnern an den Ausflug in den Zirkus Roncalli. Der ging relativ lange, aber hat auch richtig viel Spaß gemacht. Da haben wir auch richtig viel gesehen und anschließend durften wir sogar eine Vorstellung da angucken. Wenn die wieder in Aachen gastieren, werde ich das sicherlich nochmal versuchen, für einige Kinder anzubieten. Ansonsten sind viele schöne Sachen dabei.
Und ich denke auch, dass wir alle Sachen, wenn möglich ist, auch wiederholen werden, dass dann viele andere Kinder das auch mal sehen können und dabei sein können. Du machst jetzt nicht nur diese Zugastbeireihe, du machst ja auch zum Beispiel die Ferienspiele. Würdest du darauf verzichten, wenn du könntest? Würdest du mehr machen wollen? Ja, ich denke mal, dass ich das nicht das mache, da bin ich jetzt schon an einem Punkt angekommen, wo ich sagen muss, es ist schwierig mehr zu machen jetzt, weil ich ja auch, wie gesagt, ich mache es ja nur ehrenamtlich und da mein Hauptjob mich da sehr einnimmt zurzeit, ist es schwierig mehr zu machen, aber wenn ich es könnte, würde ich auch noch einen Ticken mehr machen. Wir haben jetzt von deinen erlebten Ausflügen schon bereits berichtet. Aha. Hast du auch was geplant für die nächste Zeit, wenn Corona wieder vorbei ist? Das ist, wir haben durch die Corona-Geschichte einige Sachen schieben müssen. Also wir hatten da schon einige Sachen geplant. Die sind jetzt erstmal durch Corona aufgehoben worden bzw. abgesagt worden. Wenn Corona vorbei ist, möchte ich aber versuchen, diese Termine quasi nachzuholen. Was genau das ist, lasst euch überraschen. Jetzt habe ich noch eine private Frage an dich, Patrick. Ja. Wir haben ja schon einige Videos zusammen gemacht. Ja. Und auffällig ist, dass wir relativ nah haben. Also wir nehmen nicht diese 1,50 Meter Abstand. Möchtest du begründen, warum wir diesen Abstand nicht nehmen? Ja, wir müssen diese 1,50 Meter Abstand, die Regel, die wir zurzeit ja haben, nicht einhalten, weil ich bin mit Anna seit 7 Jahren verheiratet und seit 9 Jahren mittlerweile zusammen. Ja. Wir leben in einem Haushalt, logischerweise. Und da hat man auch nicht immer 1,50 Meter Abstand zueinander. Ich danke dir, dass du für die Fragen und Antworten Zeit genommen hast. Mhm. Und übergebe dir das Abschiedswort. Ja, also wenn ihr möchtet und euch das zutraut, könnt ihr gerne hier auch ehrenamtlich tätig werden. Wenn ihr jetzt noch zu jung seid, sehen wir uns sicherlich irgendwann nach Corona, hoffe ich. Solange bleibt gesund und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.